Herzlich willkommen bei Musiker TV, der Mario, ich grüße euch. Heute geht es um ein Thema, was uns Gitarristen alle angeht, und zwar Saitenwechsel. Dabei gibt es einiges zu beachten und darauf werde ich heute näher eingehen. Ich möchte das Ganze zeigen an meiner wunderschönen Dragonfly von Tausch Guitars. Was benötigen wir? Auf jeden Fall neue Saiten, einen Saitenschneider, eine Saitenkurbel. Diese Teile kann man einzeln kaufen oder aber auch im Toolkit von Jim Dunlop. Als erstes werde ich die alten Saiten von der Gitarre runter machen. Und zwar folgendermaßen. Dabei muss man aufpassen, dass das Tailpiece hier nicht runterkracht. Dann kommt die hier raus. Knoten rein, damit die nicht am Boden rumfliegen, und dann erstmal auf Seite. Dann haben wir hier die Seiten auch noch. Da kommt auch erstmal ein Knoten rein und dann werden die hier auch runtergelöst. So, auch auf Seite. Jetzt ist die Gitarre erstmal von den alten Saiten befreit. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um das Griffbrett zu reinigen oder hier mal sauber zu machen. Darauf möchte ich aber heute nicht eingehen. Ich möchte heute nur über den Saitenwechsel reden. Dann packe ich auf jeden Fall die neuen Saiten mal aus. Und ziehe die erstmal der Reihe nach durch das Tailpiece. Bei den Saiten möchte ich an dieser Stelle sagen, ich verwende die Elixir OptiWeb. Und zwar ist es so, die haben eine Beschichtung und einen sehr crispy Ton. Natürliches Spielgefühl und gewohnte Haptik. Durch die Beschichtung wird verhindert, dass die übliche Korrosion und Schmutzablagerung stattfindet. Und dadurch sind die Saiten langlebiger. Dabei spart man natürlich durch den häufigen Saitenwechsel, den man dann eben nicht benötigt, erstens Geld und auch Zeit, die man dann eben zum Spielen und zum Üben hat. Also man sollte hier nicht an der falschen Stelle sparen. So, die H-Seite und jetzt noch die E-Seite. So, alle Seiten dran. Jetzt kommt das Tailpiece wieder hin. Und jetzt kommt eins, es werden die Seiten erstmal auf Länge geschnitten. Und zwar muss man hier drauf achten, dass man die nicht zu lang lässt, sondern nur bis zum nächsten Wirbel, maximal 2 cm, weil der Wirbel hier sehr kurz ist und die Seiten nicht als Knäuel aufgewickelt werden sollten. So, die A-Seite. Die D-Seite. Die G-Seite.
H-Saite. Und die E-Saite. Die kann man ein bisschen länger lassen, weil die Saiten ja auch dünner sind. So. Jetzt kommen die Seitenkurbel zum Einsatz. Und zwar werden die Saiten jetzt aufgezogen. Ich fange mit der tiefen E-Saite an. Die wird also hier einmal ganz kurz eingeführt. Und dann zieht man diese auf. Dabei darauf achten, dass die Saite sich nach unten aufwickelt. Dann die A-Saite. Seite. Es ist ganz wichtig, dass man die Seiten nicht zu lang lässt, sondern nur wirklich zwei, drei Umdrehungen, zwei, drei Windungen. Das langt vollkommen aus. Die H-Saite. Und die E-Saite. Und wie gesagt, immer darauf achten, dass die Saite sich nach unten schön aufwickelt. So, die Saiten sind jetzt mal auf der Gitarre, die neuen, und jetzt geht es an das Stimmen. Und die Saiten müssen jetzt noch gedehnt werden, damit die sich dann beim Spielen nicht nachverziehen. Dazu schalte ich mal mein Stimmgerät ein. So, jetzt habe ich ein E und wenn ich jetzt an der Saite ganz kurz ziehe, zieht die sich nach und muss das E wieder korrigieren. Und das muss ich jetzt ein paar Mal machen mit allen Saiten, bis die Saiten richtig gestrafft sind.
Und wenn ich jetzt wieder an der H-Seite ziehe, muss ich wieder nachstimmen. G. Hier auch kurz die Seite mal anziehen. D. Und E. Aber auch hier Saite kurz anziehen und nachstimmen. Das muss ich jetzt noch ein paar Mal wiederholen, bis die Saiten alle passen. So, die Gitarre stimmt, Saiten sind frisch drauf. Natürlich ist es immer so, wenn man neue Gitarrensaiten aufgezogen hat, dann wird sich in der ersten Phase natürlich noch einiges einjustieren und man muss dann eben noch mal korrigieren. Das gibt sich aber dann natürlich ziemlich schnell. Ja, das war's von Musiker.tv zum Saitenwechsel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar Infos mitgenommen. Mir hat es Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr Fragen haben solltet, hinterlasst eine Nachricht unter dem Video. Schau wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario. We'll be right back.